Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute gibt es den lang ersehnten Volumen-Guide. Ich habe sehr, sehr viele Fragen von euch bekommen. Kai, wann kommt endlich so ein Volumen-Guide raus? Kai, wie viele Sätze für den Bizeps sind optimal? Oftmals kommt immer die Frage, wie viel Volumen ist optimal für den Muskelaufbau? Und die Frage werden wir uns heute in dem YouTube-Video widmen. Dementsprechend viel Spaß damit und wir starten direkt ein. Let's go! Also, kleine Übersicht, Volumen-Guide, um was dreht sich heute? Erstmal Definition von Trainingsvolumen, dass wir alle vom gleichen sprechen, vom gleichen Nenner ausgehen. Dann das Volumenproblem. Als nächstes gibt es eine Volumenempfehlung allgemein und dann eine Volumenempfehlung für jede Muskelgruppe. Dann noch, wie ermittelst du dein perfektes Volumen und zum Schluss, wie dokumentierst du dein Volumen? Also wir fangen an. Let's go. Fangen wir an mit der Definition von Trainingsvolumen. Allgemein gibt es zwei verschiedene Parameter, die oftmals herangezogen werden. Ein Parameter ist da das Workload, also Sätze, Wiederholungen, Gewicht, also all das, was du im Fitnessstudio machst. Ist aber sehr komplex und ich frage niemand, wie viele Tonnen bewegst du für die Brust pro Woche, sondern man sagt immer, hey, wie viele Sätze machst du für die Brust? Das ist viel zu komplex und viel zu kompliziert. Dementsprechend, wenn man die Wiederholungen hochschraubt, schraubt man irgendwo auch das Gewicht nach unten. Und wenn man die Wiederholungen runterschraubt, schraubt man irgendwo auch das Gewicht nach oben. Dementsprechend der einzigste Faktor, mit dem man das Workload bzw. das Volumen signifikant beeinflussen kann, ist oder sind die Sätze. Dementsprechend machen wir das alles ein bisschen praktischer und sagen, brechen es runter, Volumen ist gleich Sätze pro Woche. So wird es auch in der Wissenschaft gehandhabt und ist viel, viel praktischer. Dann fangen wir an mit das Volumenproblem. Ich bekomme so oft die Frage, Kai, wie viel Volumen ist optimal, damit ich meinen Bizeps trainieren kann? Und diese Frage kann ich und kann euch auch niemand anders beantworten, denn Volumen ist extrem, extrem individuell und mit dem YouTube-Video versuche ich euch das zu klären und natürlich auch euch bewusst darauf auszubilden oder bewusst darauf Tipps zu geben, wie ihr euer perfektes Volumen herausfindet, denn Volumen ist von so vielen Faktoren abhängig. Punkt Nummer 1, die Intensität, die Übungsauswahl, zum Beispiel für den Hamstring. Ein Satz Romanian Deadlifts und ein Satz Leg Curls sind zwar ein Satz für den Hamstring, aber zwei verschiedene Übungen, die einen komplett anderen Stimulus, viel, viel mehr Reiz und auch eine ganz, ganz Ermüdung, eine ganz, ganz andere Ermüdung von eurem Körper beanspruchen. Dementsprechend ist, ihr seht schon, durch die zwei Faktoren wird Volumen so individuell, dann kommt es natürlich noch drauf an, seid ihr in einem Kalorienüberschuss, in der Diät, da hat man auch nicht so viele regenerative Kapazitäten, um viel Volumen zu verkraften. Dann bist du Anfänger oder Profi. Oftmals ist es eher so, dass vielleicht ein Anfänger teilweise ein bisschen mehr Volumen machen sollte, weil er halt die Zielmuskulatur nicht so gut trifft. Ein Profi braucht dementsprechend nicht so viel Volumen, weil er weiß, okay, die drei Sätze, die kommen hundertprozentig in meiner Brust an und dann ist die auch komplett am Ende. Dann wichtig, ganz, ganz wichtiger Punkt, die Trainingsausführung. 10 Sätze für die Brust sind nicht gleich 10 Sätze für die Brust. Person A kann sehr, sehr fokussiert 10 Sätze für die Brust trainieren, wirklich jeden Satz, an jeden Satz herangehen, als wäre es sein letzter Satz. Komplett wirklich die Brust spüren, bei der ganzen Wiederholung bei der Sache sein, wirklich die Zielmuskulatur komplett wegpenetrieren mit 10 Sätzen. Person B hingegen kann die ganze Zeit im Handy sein, Clash of Clans spielen, mit anderen Leuten reden, 7 Minuten Pause machen, kurzen Satz durchholzen, ohne irgendwie auf die Trainingsausführung zu achten und sagt dann, ja, 10 Sätze ist ja gar nichts. Und Person A sagt, 10 Sätze ist ja komplett viel. Also 10 Sätze sind nicht gleich 10 Sätze, es kommt auf die Trainingsqualität an und darauf werde ich nachher noch zu sprechen kommen. Das ist so unglaublich wichtig, was Volumen angeht. Bei Volumen allgemein der Spruch, viel hilft nicht viel, stimmt hier zu 100%. Ihr braucht nicht denken, okay, meine Brust ist eine Schwachstelle, machen wir jetzt mal 30 Sätze für die Brust. Habe ich schon gemacht, Leute. Funktioniert nicht. Funktioniert einfach nicht. Kommen wir nun zur Volumenempfehlung allgemein. Und zwar kann ich dir da auf jeden Fall empfehlen, zwischen 10 bis 20 Sätze pro Muskelgruppe pro Woche zu sein. Da machst du auf jeden Fall nichts falsch und kannst auf jeden Fall sicher sein, dass du nicht zu viel und nicht zu wenig machst, sondern dich in einem guten Bereich aufhältst. Die Wissenschaft ist sich da übrigens auch nicht einig. 10, 20 oder teilweise gibt es sogar Studien mit 30 Sätzen, die sagen, 30 Sätze sind gut. Also Wissenschaft ist sich auch nicht einig, weil halt eben das Thema Volumen so unglaublich komplex ist und an so vielen anderen Faktoren dranhängt. Dann gibt es noch eine Empfehlung pro Trainingseinheit und zwar unterteile ich da ein bisschen in Anfänger, Fortgeschrittene und Erfahrene. Anfänger sollten so 2 bis 5 Sätze machen pro Trainingseinheit, Fortgeschrittene 3 bis 8 Sätze und Erfahrene dann so 4 bis 12 Sätze pro Muskelgruppe pro Trainingseinheit. Kommen wir jetzt zur Volumenempfehlung für jede Muskelgruppe. Wichtig, das sind die direkten Sätze pro Muskelgruppe, also hier wird kein Overlap-Volume oder Überlappungsvolumen berücksichtigt. Was ist das?
Wenn du zum Beispiel ruderst, also für den Rücken trainierst, dann ist natürlich auch ein gewisser Teil Bizeps dabei beim Rudern. Das wird natürlich nicht hier mit berücksichtigt, sondern Einsatz Rudern ist auch wirklich Einsatz für den Rücken und keinen Satz oder kein Überlappungsvolumen für den Bizeps, also direkte Sätze für die Muskelgruppe. Seht ihr hier an der Seite, könnt ihr euch gerne screenshotten. Ich gehe jetzt kurz durch. Die Werte habe ich übrigens für mich selber so herausgefunden und es gibt auch im Internet zum Beispiel von Mike Isotel allgemeine Volumenempfehlung, davon habe ich dir natürlich auch ein bisschen abgeleitet. Mit meiner persönlichen Erfahrung zusammen muss ich sagen, wenn ihr euch in dem Bereich aufhaltet, dann könnt ihr auf jeden Fall nichts falsch machen und seid auf jeden Fall sehr, sehr gut versorgt und habt mal hier einen groben Anhaltswert, wo ihr euch aufhalten solltet. Also Brust, 12 bis 20 Sätze. Rücken, Breite, der Rücken ist natürlich ein sehr, sehr großer Muskel, mit dem Lat, Teres Major, Teres Minor, dann der Trapez, die Rhomboiden und den unterteile ich hier, um das einfach noch ein bisschen besser klarzustellen, weil den Rücken sollte man ganz, ganz wichtig nach verschiedenen Bewegungsmuster abdecken. Deswegen hier die Rückenbreite, also alles, was Traps, Rhomboiden angeht, also alles, was so in die Rückenbreite geht, breites Rudern, 6 bis 12 Sätze. Die hintere und die seitliche Schulter zusammengenommen, 14 bis 22 Sätze. Die vordere Schulter deutlich weniger Volumen, weil man die halt sehr, sehr stark bei der Brust mittrainiert und so ein hohes Überlappungsvolumen hat. Denn wenn man sehr viele oder wenn man schräge Varianten macht, dann ist schon sehr, sehr stark die vordere Schulter mit dabei. Dementsprechend braucht man da nicht so viele direkte Sätze. Also 2 bis 6 Sätze reichen da völlig aus. Bizeps 12 bis 18, Trizeps 10 bis 14. Der Trizeps hat ein bisschen weniger Volumen, weil er einfach nicht so viel verträgt und schon sehr, sehr stark bei Trugübungen mitbelastet wird. Stärker wie bei Zugübungen der Bizeps. Deswegen habe ich herausgefunden, oder ist allgemein auch so, dass der Trizeps ein Ticken weniger Volumen braucht. Also da nicht wundern. Der Quad 12 bis 18 Sätze, die Hamstrings 10 bis 16 Sätze, der Gluteus deutlich weniger, weil er halt auch hier wieder viel Überlappungsvolumen mitnimmt von dem Quad- und Hamstring-Training. Nur 4 bis 12 Sätze, der Bauch 8 bis 12 Sätze und die Waden, nicht vergessen, Leute, 6 bis 12 Sätze. Das ist so die allgemeine Volumenempfehlung, die ich wirklich jedem da draußen mitgeben kann. In diesem Bereich solltest du dich aufhalten und wie du jetzt weitermachst mit dieser Empfehlung, darüber geht es jetzt in der nächsten Folie. Und zwar geht es jetzt darum, wie du dein perfektes Volumen ermittelst. Dazu müssen wir erst mal klären, was ist denn überhaupt zu viel und was ist denn überhaupt zu wenig Volumen. Also zu wenig Volumen bedeutet, du gehst ins Fitnessstudio, bekommst keinen Pump, hast kein gutes Muskelgefühl, spürst einfach wirklich nicht die Zielmuskulatur. Das kann natürlich auch noch an anderen Faktoren liegen, aber es kann auch ein wichtiger Anteil sein. Oder wenn du jetzt Einsatz für die Brust machst, dann wirst du auf jeden Fall deine Brustmuskulatur nicht gut spüren, keinen guten Pump bekommen. Du bekommst keinen Muskelkater oder hast keine wahrgenommene muskuläre Erschöpfung. Kann auf jeden Fall auch damit zusammenhängen, dass du zu wenig Volumen machst. Zusätzlich ist immer der wichtigste Faktor, du machst keine Progression, weder in Kraft noch in Optik. Dann ist auf jeden Fall ein Zeichen, okay, du machst zu wenig Volumen. Was bedeutet es jetzt, wenn du zu viel Volumen machst? Da bin ich auf jeden Fall der Experte, denn ich habe schon wirklich teilweise sehr, sehr viel Volumen weggeschrotet und ich kann mich da noch wirklich an die ganzen negativen Erscheinungen erinnern, die da so mit sich gekommen sind. Punkt Nummer 1, die Regeneration. Du hast sehr, sehr lange Muskelkater, teilweise Muskelkater, der von Brusteinheit 1 in die nächste Brusteinheit reingeht und du schon gar nicht richtig deine Brust trainieren kannst, weil du Muskelkater hast oder zusätzlich nochmal einen Ruhetag brauchst, weil du sagst, okay, die letzte Einheit hat mich so weggefetzt, da war so viel Volumen, ich brauche jetzt nochmal einen Rest-Day, dann ist es oftmals ein Zeichen, okay, du machst pro Einheit zu viel und solltest vielleicht ein bisschen runter reduzieren, damit du in der nächsten Trainingseinheit wieder schön frisch bist. Dann die Performance sinkt oder kann nicht gehalten werden. Viel Volumen bringt auch immer sehr, sehr viel Erschöpfung mit sich und irgendwann mal kann der Körper das nicht mehr wegregenerieren oder deine Muskulatur wird dann eben stärker und du wirst dann eben von Verlauf zu Verlauf immer schwächer und schwächer und schwächer. Das war bei mir auch das Problem. Ich habe gesagt, okay, 30 Sätze Brust, jetzt Vollgas, die wird richtig wegpenetriert, damit sie endlich wächst. Was ist passiert? Bin schwächer geworden, habe keine Gains gemacht, weil ich 30 Sätze für die Brust geballert habe. Anstatt mal 10 Sätze runterzunehmen und mich auf die Ausführung zu konzentrieren, habe ich mir einfach die Brust und damit auch den Progress komplett abgeschossen. Dann man hat ein schlechtes Wohlbefinden, fühlt sich immer sehr schlapp, kaputt, müde. Die Muskulatur ist auch nicht wirklich so, dass du merkst, okay, ich habe jetzt Bock, meine Muskulatur ist prall und am Start. Du hast teilweise auch einen schlechten Schlaf, kann auch mit zu viel Volumen zusammenhängen. Dann zum Schluss noch ein Faktor, Schmerzen im passiven Bewegungsapparat, also du bekommst Schmerzen im Ellenbogen, in den Sehnen und letzten Endes wirst du dich dann irgendwann mal zu verletzen, wenn du zu viel Volumen ballerst. Dementsprechend sind das hier die zwei Faktoren, auf was du achten solltest. Schmerzen, wenig Progress,
kann auf jeden Fall mit zu viel Volumen zusammenhängen. Dann ist die Frage, was sind denn die Indikatoren für das perfekte Volumen? Ganz, ganz wichtig, habe ich schon gesagt, die Progression ist immer so der wichtigste Faktor, auf den du schauen solltest. Geht die Kraft nach oben, baue ich Muskulatur auf? Das ist immer ein gutes Zeichen, dass du alles richtig machst, dass dein Volumen passt und dass du am besten nichts ändern solltest. In dieses Stadium wollen wir auf jeden Fall reinkommen. Dann, du gehst ins Fitnessstudio, machst 2 Sätze für die Brust und hast einen richtig heftigen Pump. Das ist oftmals so ein Zeichen, dass dein Volumen sehr, sehr gut ist, dass du alles richtig machst, die Übungsausführung passt, du gut regeneriert bist und dein Muskel einfach Bock aufs Training hat. Dann die Muskulatur fühlt sich, wie gesagt, voll an. Auch wichtig in der Diät, in meiner Wettkampfdiät, habe ich mich sehr, sehr selten wirklich flach gefühlt. Also jetzt gegen Ende da, wo mir die Carbs fehlen, ist natürlich klar. Aber auch wenn du in der Diät dich die ganze Zeit flach und ermüde und kaputt fühlst, kann es auch ein Zeichen sein, dass du einfach zu viel Volumen ballerst und dein Körper damit nicht klarkommt. Ich habe, wie gesagt, ich fühle mich in meiner Wettkampf die ganze Zeit relativ prall. Die Muskulatur ist gut am Start und es ist auch ein Zeichen, dass die Muskulatur genau den richtigen Stimulus und das richtige Volumen bekommt und sich gut erholen kann und nicht flach ist und zerfällt und halt eben dementsprechend auch noch schwächer wird. Jetzt, du hast einen leichten bis mittelmäßigen Muskelkater, also du merkst, okay, ich habe auf jeden Fall was gemacht, du hast eine gute wahrgenommene muskuläre Erschöpfung, aber kein Muskelkater, der jetzt 5 Tage anhält und dich in dem ganzen Training behindert, sondern du merkst, okay, Muskelkater ist am Start, fühlt sich gut an, passt, alles ist gut, so können wir weiterverfahren. Kommen wir nun zur Vorgehensweise, wie du dein perfektes Volumen ermittelst. Hier ist immer der wichtigste Punkt, den du dir im Hinterkopf behalten solltest, so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Volumen ist halt eben ein sehr, sehr großer Faktor, mit dem du viel beeinflussen kannst. Dementsprechend solltest du immer so wenig Volumen wie möglich benutzen, um so viel Effekt wie möglich rauszuziehen. Und du gehst so her, startest mit sehr, sehr wenig Volumen, am besten in der unteren Empfehlung von meiner Volumenempfehlung, und testest das Ganze für 2 bis 3 Wochen und dann schaust du in Punkt Nummer 2, was passiert. Wie sieht der Progress aus? Bekomme ich einen guten Pump? Was macht der Muskelkater? Und Fokus sollte immer auf der Trainingsqualität liegen. Das ist richtig, richtig wichtig. Also auf der Übungsausführung, auf die Pausezeiten. Wenn du zum Beispiel Bankdrücken machst, dann konzentriere dich auf die Negative. Stopp am besten noch an den Umkehrpunkten, um dich wirklich hundertprozentig auf die Zielmuskulatur zu konzentrieren. Geh an die Sache wirklich so ran. Ich habe 3 Sätze für die Brust und die werden wirklich 100%ig in der Zielmuskulatur ankommen. Nicht rangehen, 3 Sätze für die Brust heute, kurz 3 Sätze durchholzen, sagen, zu wenig Volumen, ich muss Volumen erhöhen, ist nichts. Macht das auf jeden Fall nicht. Habe ich alles schon durchgemacht. Es ist unglaublich wichtig, mit wenig Volumen, oder es bringt dir viel, viel mehr, mit wenig Volumen einen großen Effekt herauszuziehen, wie wenn du jetzt 30 Sätze für die Brust machst und dementsprechend nicht weiterkommst. Wenn einer dieser Faktoren aber trotzdem nicht in Ordnung sein sollte, dann würde ich auf jeden Fall in Punkt Nummer 3 das Volumen erhöhen, ansonsten würde ich das Volumen beibehalten. So, und dann machst du das Ganze so, du erhöhst mal 1 bis 2 Sätze pro Woche, pro Muskelgruppe, dein Volumen und schaust auch wieder, was passiert. Wichtig, du kannst das Ganze nur für maximal 2 bis 3 Muskelgruppen gleichzeitig machen, denn so, wenn du jetzt zum Beispiel deinen ganzen Körper auf einmal mit 2 bis 3 Sätzen mehr belastest, dann erfährst du so unglaublich viel mehr Belastung und Ermüdung und wirst dich auf jeden Fall komplett abschießen. Dementsprechend such dir 2, 3 Muskelgruppen aus, wo du so dein Volumen dann anpassen möchtest und zieh da einfach mal ein bisschen die Sätze nach oben und schau dann, was passiert. Ist der Progress besser? Immer wichtig, hier ein Auge drauf zu halten. Was macht der Progress? Werde ich stärker? Baue ich Muskulatur auf? Was macht die Regeneration? Das sind die wichtigsten Punkte, auf die du dich konzentrieren solltest. Und dann kommst du irgendwann in ein Stadium rein, wo du merkst, okay, ich werde stärker, mein Training läuft, alles funktioniert und dann würde ich das Volumen auch so beibehalten und du solltest das Volumen dann auch nicht mehr so schnell ändern, sondern dich dann lieber auf die Faktoren konzentrieren, die ich schon gesagt habe, Trainingsqualität, denn da lässt sich immer noch irgendwo was rauskitzeln. Deswegen habe ich eben auch einen Coach, für den ich meine Sätze abfilme, der schaut drüber und sagt, Kai, sieht gut aus, aber hier kannst du noch ein bisschen besser den Latt ansteuern. Dementsprechend filmt euch einfach mal selber beim Training, den Tipp kann ich euch auf jeden Fall mitgeben. Dann seht ihr nämlich auch, was macht ihr. Vielleicht macht ihr irgendwas komplett falsch und wisst es gar nicht und seht es dann erstmal beim Film. Filmt euch beim Training, überprüft euch selber und so könnt ihr auf jeden Fall eure Trainingsqualität noch weiter nach oben pushen. Das ist hier ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Also, ein richtiges Volumen kombiniert mit einer guten Trainingsqualität bringt euch unglaublich viele Gains und viel, viel weiter im Gym wie irgendwas anderes, wie irgendwie 30 Sätze Brustballern und komplett auf die
auf die Trainingsqualität keine Acht zu geben. Kommen wir nun zu dem Punkt Volumen dokumentieren. Du solltest natürlich die ganze Sache auch irgendwo aufschreiben, irgendwie dokumentieren. Und dafür solltest du zuerst einmal einen Trainingsplan haben, sonst macht die ganze Sache natürlich keinen Sinn. Da würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, check mal den Trainingsplan-Guide ab. Ist sehr, sehr umfangreich. Und wenn du dir den anschaust, dann kannst du dir auf jeden Fall selber einen Trainingsplan zusammenstellen. Wer das nicht machen möchte, kann gerne mal auf Instagram vorbeischauen, bei mir unter Guides. Dort gibt es kostenlose Trainingspläne. So, Volumen-Tracking kannst du hier mit so einer Excel-Tabelle ganz entspannt machen. Kannst du natürlich auch auf ein Papier aufschreiben oder in Word machen, wenn es dir alles zu kompliziert ist. Aber beste Alternative ist hier einfach Excel. Dort kannst du das entspannt mit Formeln zusammenrechnen lassen und siehst gleich easy, ich mache 20 Sätze für die Brust, alles gut. Oder du nutzt so wie ich Google Documents, da kannst du auf jeden Fall am PC deine komplette Tabelle zusammenstellen und dir dann den Link ans Handy schicken und dann am Handy dein Training und somit auch dein Volumen-Tracking funktioniert richtig, richtig gut. Und Leute, ich würde sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, ob ich irgendwas vergessen habt, ob ihr Fragen habt, alles in die Kommentare reinhauen. Die beantworte ich auf jeden Fall immer. Schreibt natürlich auch in die Kommentare, was ihr als nächsten Trainingsguide haben möchtet oder was möchtet ihr als nächsten Guide haben, schreibt es bitte in die Kommentare rein. Dann gibt es noch eine Sache zu sagen, mit dem Code Kai spart ihr mindestens 10% bei einer Bestellung bei Rock Nutrition und unterstützt mich hier bei meinem YouTube-Projekt und bei meinen ganzen anderen Projekten. Lasst mir auf jeden Fall ein Like auf YouTube, auf Instagram und auf TikTok da, abonniert die Glocke und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Es wird langsam ernst in der Wettkampf-Diät. Ich bin raus, euer hungriger, flacher Kai. Viel Spaß beim richtigen Volumen herausfinden. Ciao.